Hi, Daryl Combs hier. Seid ihr auf Wikisana? Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung im Format Colloquium Spirit. Wir werden uns heute mit der wichtigen Frage stellen, die sich gefühlt jeder Mensch wahrscheinlich stellt, mit dem Sinn des Lebens. Ich habe heute wirklich sehr spannende Gäste hier und ich freue mich, heute mit Ihnen zu sprechen. Mehr aber nach dem Intro. Bleiben Sie dran! So, ich darf hier einmal meine vier Gäste vorstellen. Ich bin sehr erfreut, dass ihr heute alle gekommen seid. Zum einen haben wir hier Nepomuk Meyer. Er ist Autor und Filmemacher. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dann darf ich hier noch Helmut Augustoni zu meiner Rechten vorstellen. Er ist Buchautor und Forscher nach biblischer Offenbarungen. Dann darf ich hier zu meiner Linken vorstellen, Dada Madhuvi Dinanda. Du bist Yoga-Mönch und ich heiße auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Danke. Dann darf ich hier auch noch vorstellen, Gottfried Sumsa. Du hast dich sehr mit der Lehre des Wunders auseinandergesetzt und auch sehr spannend, dich heute hier zu haben. Danke. Und ich freue mich sehr, mit euch alle hier heute diese Frage zu stellen, die ich mir persönlich auch schon oft gestellt habe. Denn was ist der Sinn des Lebens? Und fangen wir doch am besten gleich mal mit dieser Frage an. Warum beschäftigt sich der Mensch so sehr mit dieser Frage? Wieso, dass wir hier sind auf dieser Erde? Darf ich gleich mal mit dir anfangen? Gerne. Wie hast du dich schon damit beschäftigt? Der Sinn des Lebens stellt sich die meisten Menschen, denn wir haben unser Bewusstsein, wir reflektieren, wir werden im Laufe des Heranwachsens darüber informiert, dass wir irgendwann sterben. Und dann im Laufe des Lebens sagen wir, okay, was machen wir hier eigentlich? Wir möchten eigentlich gerne vielleicht weiterleben. Und was ist denn überhaupt der Sinn meiner Tätigkeit hier? Ist da ein größerer Sinn dahinter? Die Philosophen der Antike bis zum Heute machen sich hier die Gedanken, ist das Dasein nur reiner Zufall, aus Irrtum entstanden und die Evolution stolpert nach vorne und der Mensch ist vielleicht nur einmal entstanden und dann nie wieder. Wir sind vielleicht die Einzigen im Kosmos, die tatsächlich hier über ein Bewusstsein besitzen, das sich selbst reflektiert. Und das ist das, was die Menschen dann immer wieder bewegt, nachzudenken, was ist der Sinn ihres Lebens. Das ist schon spannend, eigentlich so, vielleicht sind wir wirklich die einzigen Menschen, also die einzigen Wesen und dann ist man jetzt hier und vielleicht, wieso und was macht man damit? Das denke ich nicht durch meine Arbeiten, diese Dokumentationen und ich reise ja um die Welt und spreche mit Wissenschaftlern und Forschern und das Spannende dabei ist ja, jedes Zeitalter hat es ein Weltbild. Mhm. Unser Zeitalter ist das Weltbild dieses materialistischen Weltbildes, wo eben alles durch Ursache und Wirkung entstanden ist und wir als biochemische Maschinen sozusagen gelten und unser Bewusstsein ein Epiphänomen des Gehirns ist. Aber da gibt es natürlich ganz andere Forscher, die auch ganz anderen Ergebnissen kommen. Und auch die Geschichte der Menschheit zeigt natürlich auch immer wieder Kulturen, die mit diesem Thema ganz anders umgehen, für die es selbstverständlich ist, dass es nicht nur diese Realität oder diese Welt gibt, sondern viele andere Welten und kommunizieren dann ganz anders. Und wir in den westlichen Ländern haben diesen Blick auf diese erweiterte Realität irgendwie verloren. Und das hat uns auf der einen Seite auch natürlich ein bisschen hoffnungslos gemacht. Da haben wir gesagt, Mensch, wir haben nur das eine Leben, jetzt müssen wir schauen, dass wir da möglichst viel mitnehmen in diesem Leben. Wieder andere sagen, nee, du hast genügend Zeit, du kannst da ganz langsam machen, weil du hast viele Leben und du hast auch einen Sinn hier. Du bist hier gekommen, um bestimmte Dinge und Erfahrungen zu machen und dich, sage jetzt mal hier, mal in dieser 3D-Welt so auszuprobieren. Und so sind wir gerade auch, glaube ich, dabei, ein Weltbild zu wechseln. Von diesem materialistischen in ein holistisches Weltbild, denn die
die wissenschaftlichen Erkenntnisse, ich sage jetzt mal diese, die an den Rändern, sage ich mal, auftreten, so psychologische, pathologische und physikalische Anomalien, die immer mehr, sage ich mal, dokumentiert werden, deuten wirklich nicht nur, sage ich mal, nebenbei, sondern hauptsächlich darauf hin, dass diese Realität etwas ganz was anderes ist, als wir bisher, sage ich mal, in westlichen Aufklärungszeit der letzten 300 Jahre gedacht wurde. Mhm. Sehr spannend, aber Helmut, was meinst du eigentlich? Wieso beschäftigt sich dieser Mensch denn so ausgiebig eben mit dieser Frage? Ja, ich denke, die Antwort hat zwei Seiten. Die eine Seite ist unsere Erziehung, die dann uns auch zu einem Glaubenswissen geführt hat. Das ist die eine Sache, da ist irgendetwas dahinter, etwas Spirituelles. Mhm. Dann natürlich auch in der Praxis die Frage, die sich dann stellt, ja, wo komme ich her? Mhm. Und diese Frage stellt sich irgendwann halt allen Leuten mal. Und ich denke, oder sagen wir mal den meisten Leuten, und dem nachzugehen ist natürlich spannend. Und auch die Lösungen sind sehr spannend. Aber darüber sprechen wir wahrscheinlich noch. Natürlich, ja. Dich möchte ich auch noch gern fragen, Gottfried. Wie siehst du das? Wieso beschäftigt man sich so sehr eben mit dieser Frage? Über den Sinn des Lebens. Ja. Wieso fragt sich das jeder Mensch mit der Zeit? Offensichtlich wurde er noch nicht gefunden, deshalb fragen wir uns. Und für mich bedeutet der Sinn des Lebens Frieden. Wir sind hierher gekommen, um Frieden zu erfahren, Frieden zu manifestieren. Das können wir auf unterschiedliche Art und Weise machen. Und Frieden zu erfahren bedeutet für mich, nicht mehr die Trennung wahrzumachen zwischen dir und mir. Gut, wir sind körperlich getrennt. Aber im Geiste sind wir eins. Mhm. Und solange wir uns auf die körperliche Trennung beziehen, können wir die Einheit nicht erfahren. Und wir sind hier, um Frieden herzustellen. Und das bedeutet für mich, die persönliche Idee, was du und ich sind, das aufzugeben. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Und für mich hilft da eine höhere Instanz, die wir unterschiedlich benennen können. Liebe, Gott, höheres Bewusstsein, Liebesintelligenz, hohes Selbst, spielt gar keine Rolle. Jeder soll hier sich in eine Richtung bewegen, die ihm gut tut, aber das ist für mich die Aufgabe, Frieden zu finden. Mhm. Der Frieden, sehr schön. Und Dada, was meinst du? Also wenn man sich eben die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt, fragt man sich ja eben auch natürlich, wieso stelle ich mir diese Frage? Hast du dir die auch schon gestellt? Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Oder allgemein, wieso, dass wir uns das so sehr wissen wollen. Wieso wollen wir unbedingt wissen, was der Sinn des Lebens ist? Weil mit unserem Leben kommt unser ganz natürliches Verlangen, uns beständig wohlzufühlen. Leben bedeutet, wir wollen uns wohlfühlen. Wir wollen glücklich sein. Jeder erfährt das. Wir wollen ständig glücklich sein und wir haben ein Verlangen danach, Schmerz und Leiden zu vermeiden. Und so dann ist es ein natürlicher Ausdruck des Lebens, dass wir danach suchen, wie können wir beständig glücklich sein. Und das ist für mich das Natürlichste auf der Welt, dass wir dann lernen, mit diesen Handlungen fühle ich mich wohl und bin glücklich. Bei diesen Handlungen leide ich und erleide Schmerzen. Und so diese Erfahrung, dieses Lernen von dem, was gut tut und von dem, was nicht gut tut, diese Entwicklung hin zu der Erfüllung, das heißt zu der Erfahrung des beständig Glücklichseins, diese Entwicklung zu dieser Erfüllung ist für mich der natürliche Sinn des Lebens. Also der Sinn des Lebens ergibt sich aus dem Leben selbst heraus, aus unserem Verlangen heraus, beständig glücklich zu sein. Und Gottfried hat das gerade Frieden genannt, ne? In einem Zustand zu sein, der Freiheit von Leiden, des beständigen Sich-Wohlfühlens. Und wir lernen sehr schnell, wie wir uns wohlfühlen und wie wir uns dann nicht wohlfühlen. Und dann gibt es begrenzte
Handlungen, bei denen wir uns wohlfühlen. Alles, was begrenzt ist, gibt uns eine begrenzte Erfahrung des Wohlfühlens. Wir essen etwas, wir fühlen uns wohl. Nach dem Essen wollen wir uns weiter wohlfühlen und machen etwas anderes. Mhm. Wir essen etwas und wir mögen es und wir essen zu viel. Das heißt, danach haben wir die Erfahrung, ich habe mich da zwar wohl gefühlt, aber jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Also ich mache die Erfahrung, das hilft mir nicht, beständig glücklich zu sein. Mhm. Und dann, wie komme ich dahin, beständig glücklich zu sein, in diesem Frieden zu bleiben, ist durch die Erfahrung von dem, was unbegrenzt ist. Mhm. Und das hat auch Gottfried gerade schon angesprochen und auch die anderen meiner Mitsprechenden. Mhm. Diese Dimension, diese Erfahrung des Beständigen. Mhm. Und das ist das Bewusstsein, das ist die Seele. Das ist das, was wir in uns fühlen können als das, was bleibt. Es ist vor unseren Gedanken. Mhm. Der Zustand vor unseren Gedanken. Und je mehr wir uns in dem Zustand gründen können, desto mehr erlangen wir die Erfüllung, nach der wir suchen. Mhm. Mhm. Sehr schön gesagt. Mhm. Meine weitere Frage ist nun an dich gerichtet, Helmut. Wenn man nach dem Sinn des Lebens sucht, kommt man ja auch an diesen ganz vielen Religionen vorbei. Es gibt ja ganz viele verschiedene Religionen und die zeigen einem auch auf, wie man zum Beispiel, wie der Mensch entstanden ist. Es gibt natürlich auch viele Philosophen, die haben schon darüber nachgedacht, wie Sokrates, Aristoteles kenne ich, aber wie gehst du mit all diesen Religionen um? Ich meine, es gibt ja so viele. Weißt du, was ich dir sagen will? Einfach, wie gehst du mit diesen um und wie verarbeitest du das? Ich meine, die alle sagen ja immer ein bisschen was anderes. Ja, es kommt darauf an, welche Quellen man benutzt. Mhm. Und die Quellen, die wir gefunden haben, gehen natürlich mal zurück zu unserer Kindheit. Wir sind ja irgendwie auch religiös entzogen worden. Ich darf das Glück haben, dass ich das war. Und ich hatte nie Zweifel im Glauben. Das finde ich als ein Geschenk. Und dann hat man natürlich gefragt, ist das alles? Weil was wir gelernt haben im Religionsunterricht, das hat mit der Bibel zu tun. Und ich bin katholisch aufgewachsen, da gibt es da über die Bibel hinaus noch etwas mehr, aber wenig wird kommuniziert. Und du hast mich ja vorgestellt mit jemandem, der sich mit nachbiblischen Offenbarungen beschäftigt. Und der Hintergrund davon ist, das Christentum, auch andere Religionen, sind ja Offenbarungsreligionen. Und Offenbarung heißt, es ist das Wort Gottes, das sich dem Menschen kundtut. Und im Alten Testament waren das ja dann die Propheten. Und Prophet wurde ja damals jemand, der etwas vorausgesagt hat, das sich erfüllt hat. Und wenn es erfüllt war, konnte er dann nicht beanspruchen, hat ihn dann Prophet genannt. Mhm. Und im Neuen Testament ist es ja so, dass ist vielleicht auch etwas, das nicht für alle Menschen jetzt verständlich ist, aber im Neuen Testament hat sich ja Gott selbst als Schöpfer und Vater in Jesus inkarniert. Mhm. Also in dem Sinn ist Jesus schon ein Sohn, weltlich gesehen, aber er ist nicht geistig ein Sohn. Es gibt in der Bibel auch den Satz, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das ist ein ganz, ganz folgenschwerer Satz. Und dann sind wir, und das ist auch mein Freund, mit ihm zusammen haben wir Studien gemacht und wir haben dann festgestellt, es gibt nach der Bibel weitere Offenbarungen. Und das nennen wir die nachbiblischen Offenbarungen. Und ich habe mal eine Liste zusammengestellt und ich habe 30 Personen nominieren können. Ich muss eine
eine Hilfe nehmen, rasch, weil ich habe das nicht alles im Kopf. Das beginnt zum Beispiel bei Hieronymus im 4. Jahrhundert. Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Hildegard von Bingen, Joachim von Fiori und, also 30. Ja. Die kommen alle aus dem religiösen Bereich, zum Teil aus Klöstern. Die haben sich intensiv damit befasst und die haben auch Visionen oder Auditionen, also dass man etwas gespürt hat. Und ein neueres Beispiel aus dem 19. Jahrhundert war Jakob Lorber. Er ist einfach einer von 50, die wir kennen. Und er war Musiker in der Gegend von Graz. Und er hat Unterricht gegeben und wäre eigentlich gerne in eine feste Anstellung gegangen. Ja. Und er hat dann aus, ich glaube es war Trient, hat er die Einladung bekommen, eine Stelle anzunehmen. Und er hat zugesagt. Und am Morgen, als er abreisen wollte, hörte er in seinem Herzen eine Stimme: Setz dich und schreibe. Und er hat die Stelle nicht angetreten und hat 24 Jahre lang Offenbarungen empfangen auf diese Weise. Er hat sie auch nachher visionär gesehen, auch mit anderen zusammen. Das ist alles verbrieft. Und was er nachher geschrieben hat, ist heute in 12.000 Seiten lesbar. Mhm. Das ist aber das größte Werk. Es gibt viele andere Werke, ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Und dort sieht man natürlich dann mehr über die Hintergründe. Und ich würde darum unterscheiden jetzt mal, dass man sich konzentriert auf die Frage, was mache ich jetzt? Das kann man im Gesamtzusammenhang besser sehen, als wenn ich das jetzt nur isoliert anschaue. Und nachher, dass man den Fragen nachgeht, warum bin ich hier? Woher komme ich? Warum bin ich hier und wo gehe ich hin? Das sind die Kardinalfragen. Und diese Fragen letztlich, wenn jemand sich etwas tiefer beschäftigen will, das sind die Fragen, die man gerne beantwortet haben muss. Und ich kann dir sagen, aus diesen nachbiblischen Offenbarungen, die gehen übrigens weiter bis heute. Mhm. Also ich bekomme jede Woche mehrere Durchsagen von Leuten, die solche Botschaften empfangen, weil wir sind in einer sehr kritischen Zeit im Moment. Und das ist... Ich kann es in einem Satz sagen, wir können aber nachher noch eingehender sprechen. Der Grund, der Sinn des Lebens ist, zurückzukommen zum Ursprung. Und der Ursprung liegt in der Liebe. Weil es heißt ja in der Bibel, Gott ist die Liebe und von Gott ist alles ausgegangen. Und wenn alles von Gott ausgegangen ist, dann muss Gott eine unglaubliche Energie in sich vereinigen, eine intelligente Energie. Weil Materie entsteht ja aus Energie. Materie kann nicht aus sonst irgendetwas entstehen. Und der Sinn ist, dass diese Materie wieder zurückgeführt werden muss in die Liebe. Und das Rezept, das zu machen, heißt, lebe in der Liebe. Mhm. Und das ist, biblisch gesehen, heißt das das Doppelgebot der Liebe. Und im Grunde genommen ganz einfach. Lieben heißt Gott oder dem Nächsten oder auch sich selbst uneigennützig Gutes tun. Mhm. Wenn man sich das mal überlegt, wenn alle Leute das täten, wir hätten das absolute Glück auf Erden. Mhm. Okay. Danke dir vielmals. Also sozusagen, um das zu sagen, was das sozusagen der Christentum dir vermittelt hat, ist, dass die Liebe essentiell ist für alles. Liebe ist Materie und das, was eigentlich für all die Erklärungen sein könnten. Darf ich das? Das Natürlich. Ist vielleicht etwas pinkelig, aber dass ich das präzisiere. Das Christentum ist ja etwas, das nachher entstanden ist in der Nachfolge der Lehre von Jesus, ja. dem Christus. Und wir geben in den nachbiblischen Offenbarungen nicht wieder, was das Christentum als Institution vermittelt. Ah, ja. Sondern es führt zum Christentum, natürlich zur Lehre Christi, absolut eindeutig, aber es ist nicht der Ursprung, dass wir vom Christentum das internalisieren, sondern wir kommen und bestätigen das, was man im Christentum lehrt. Mhm. Oder das ist eigentlich Ach so. Ein Detail, aber doch wichtig, weil das zeigt, dass wir, wenn wir den nachbiblischen Offenbarungen nachgehen, dass wir nicht irgendwo
in einer Religion oder in einer Konfession gebunden sind, sondern völlig frei. Und das Schöne ist, es stimmt überein. Mhm. Da habe ich eine gute Ergänzung dazu, indem dass ich auch viele Dokumentationen mache und weltweit unterwegs bin und viele Menschen, genau wie du dir genannt hast, auf mich zukommen. Menschen, die auch in dieser Zeit gerade Offenbarungen bekommen. Und da habe ich gerade letztes Jahr einen Film gemacht mit einem Schweizer, dem heißt Gianni Balducci, der von einem Chefkoch plötzlich zu einer schweren Krankheit und dann eine Wunderheilung erfahren hat und dann festgestellt hat, aus welcher Ebene er hier inkarniert ist, welche Aufgabe er hier hat. Und durch ihn spricht auch diese Intelligenz oder die verschiedenen Intelligenzen und offenbart praktisch in seinen Vorträgen und Seminaren permanent auch die Botschaft, den eigenen Weg in Liebe zu gehen. Das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, Helmut, dass diese Gesetze, die er sagt, diese Offenbarungen gibt schon seit Menschengedenken, die sind immer die gleichen, die Gesetze haben sich nie verändert, es ist immer das Gleiche. Und eben, wenn man den eigenen Weg in Liebe geht, was du gerade gesagt hast, dann hätten wir hier natürlich viel, viel mehr Harmonie in diesem Sein. Und er sagt auch, wir haben gerade eine Zeit, er nennt sie ein bisschen die Zeit der Apokalypse, wo eben dieser Wandel stattfindet. Er sagt auch, diese Erde scheint ein Bewusstsein zu haben, ein Lebewesen, das sich weiterentwickeln will. Mhm. Und hier, wenn dieses Gleichgewicht wieder in Ungleichgewicht kommt, dann kommen sehr viele eben Propheten oder Menschen, die hier diese Weisheiten durchgeben, um die Menschen daran zu erinnern, du bist aus Liebe geboren und wirst auch zu Liebe werden und versucht die Intelligenz wieder das Gleichgewicht herzustellen. Mhm. Und er sagt, wenn wir in uns diesen Frieden hätten, dann würde sich das sofort auch im Außen in der Natur zeigen und die wäre sofort ruhig. Ja. Aber indem, dass wir hier noch unseren Kampf ausfechten und der Kampf geht ja momentan über wir denken, dass wir mit unserem Verstand dieses Sein oder diese Schöpfung verstehen könnten und dann wird uns versucht zu erläutern, warum Materie alles ist und der Rest, unser Sein oder unser Bewusstsein, eigentlich nur Einbildung und dein Ich gibt's gar nicht. Und lauter so Sachen, das führt natürlich dann im Laufe der Zeit zu einer Art Sinnlosigkeit des Lebens, zu einem Leben, das sich im Außen orientiert, indem er sie konsumiert oder es gibt ein tolles Buch von Erich Fromm, das heißt Haben oder Sein, nicht? Bin ich im Haben oder muss ich permanent neu konsumieren, um diese kurzzeitige Befriedigung wieder zu erlangen, damit ich dann wieder Befriedigung habe und diesen Weg wieder vom Außen in, wie Dada sagt, wieder nach innen zu finden, zu erkennen, dass hinter diesen Gedanken, die hier den ganzen Tag sprudeln, ein Sein existiert, das unabhängig von dem ist, das wieder zu erkennen, unabhängig jetzt von welcher Religion, dass ich angehöre. Ich glaube, die Religionen haben alle irgendwie diesen gleichen Kern, dass hinter diesen Dingen noch eine andere Intelligenz steckt. Und diese Intelligenz wollten wir in den letzten 300 Jahren rausmitteln mit unserer Wissenschaft. Und das ist uns aber nicht gelungen. Mhm. Da stimme ich dir ganz mit ein. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die ist einem ganz anderen Glauben tätig. Und wir haben da allgemein über all die Religionen diskutiert und sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass schlussendlich irgendetwas immer Gleiches oder etwas Gleiches vermittelt werden möchte mit diesen Religionen. Aber was ich dich noch anderes kurzes fragen will, du hast ja eben erzählt, dass du mit diesen Leuten einen Film gedreht hast, die eben solche Offenbarungen hatten. Ja. Wie hat er dir das erzählt? Wie war so eine Offenbarung? Ja, ich kann ja aus live berichten, wenn zum Beispiel dieser Gianni Balducci hier sein Tagesseminar oder Wochenseminar gibt, dann lädt er Menschen ein, die kommen können, mit oder ohne Bezahlung, das ist völlig egal. Und dann geht er in ein Gebet, bevor er in diese Situation reingeht. Und in diesem Gebet sieht man, wie sein Körper anfängt, sage ich mal, zu beben. Und sieht, okay, jetzt, er sagt selber, er tritt mit seinem Bewusstsein etwas zurück, damit andere Bewusstseine durch ihn dann sprechen können. Und er spricht dann den ganzen Tag zu den Menschen. Man kann auch Fragen stellen, wie ist das Universum aufgebaut, wie viele Ebenen gibt es, wie schaut die Existenz aus, warum ist dieser Ablauf genauso, wie der ist, wieso sind dieser Kreislauf, wird das ewig enden und so weiter, warum vergisst man bei der Inkarnation die früheren Leben etc. Und er versucht, diese kosmischen Gesetze auch ein bisschen zu erklären,
wenn wir gesagt haben, das Gesetz der Resonanz, das heißt, das, was du bist, wird auch im Außen dir wieder gespiegelt. Wenn du praktisch in Liebe unterwegs bist, wirst du auch auf Liebe treffen, und wenn du natürlich in Ablehnung bist, diese Sachen, die wir irgendwie in unserem materialistischen Weltbild irgendwie aus den Augen verloren haben, weil wir immer denken, mit Denken könnten wir ein Leben, das ja dynamisch ist und ein komplexes System, kannst du ja nie mit Denken denken, sondern da kannst du vielleicht tote Materie berechnen, aber nicht das Lebendige. Das Lebendige ist ja immer in dynamischen Prozessen. Mhm. Und Dada, du hast ja gesagt, es gibt Sachen, die mag ich ganz gern, und dann gibt es Sachen, die mag ich nicht. Und Gianni sagt zum Beispiel, wenn du etwas nicht magst, dann denk bitte daran, das ist vielleicht etwas, das du dir hier in dieser Lebensaufgabe gegeben hast, weil du etwas ist, das du vielleicht noch ablehnst, aber erst wenn du das integriert hast, wenn du das sagst, okay, ich muss es nicht haben, aber ich sehe auch, das darf sein, und wenn ich das integriert habe, kann ich in Liebe weitergehen. Solange ich das ablehne, wird diese Situation mich immer wieder berühren und mir immer wieder sagen, du musst anders mit mir umgehen. Mhm. Und dementsprechend wahrscheinlich auch mit der Frage eben nach dem Sinn des Lebens. Genau, er sagt, der Sinn des Lebens ist tatsächlich, sich in dieser Dimension, in diesen Talenten, die ich habe, jeder bringt Talente mit, sage ich mal, diese kreative Schöpfung weiter im Ausdruck zu verleihen. Mhm. Sagt, du musst es nicht, du darfst es. Mhm. Man muss gar nichts. Mhm. Was wolltest du vielleicht noch sagen? Ja, wie der Nepomuk gesagt hat, er hat ein Erlebnis erzählt von jemandem, der eine Durchgabe bekommen hat. Mhm. Und so wie du das geschildert hast, war das ein spirituelles Wesen, Wesen aus dem Geist, das aus diesem Menschen gesprochen hat. Und jetzt muss man, ich spreche jetzt von der nachbiblischen Offenbarung, man muss wahnsinnig aufpassen, woher kommt ein Wort. Es gibt natürlich in der Bibel auch das Wort, man soll prüfen und schauen, ob diese Botschaft wirklich von Gott kommen kann oder nicht. Es gibt Wesen, aufgestiegene Meister und so weiter, die da Durchgaben machen, angeblich. Und das ist nicht das, was wir jetzt mit der nachbiblischen Offenbarung verfolgen. Mhm. Und wir schauen bei den nachbiblischen Offenbarungen, ob es die Bedingungen erfüllt, dass es von Gott kommen kann. Und zweitens, dass wir im Quervergleich der verschiedenen Offenbarungen, dass wir schauen, wo ist die größte Übereinstimmung. Wir sagen nicht, das ist dann wahr, aber das hat für uns den größten Wahrheitsgehalt. Mhm. Und wenn man das Ganze nachher in ein totales Weltbild einbauen kann, dann es ist ein unglaubliches Glücksgefühl, das du erlebst. Mhm. Wirklich spannend. Ja, das ist auch das Spannende dabei, weil ich habe dann gefragt, wie ist denn das? Welche Wesen sprechen denn durch dich? Mhm. Und das wollte er natürlich am Anfang auch wissen. Und er sagt, mittlerweile ist es so, sagt er, durch mich spricht eigentlich nur ein Wesen, sagt er, weil in diesem Wesen alle anderen Wesen enthalten sind. Da habe ich gesagt, hast du am Anfang nicht die Probleme gehabt? Da gibt es ja welche, die vielleicht noch nicht so in diesem positiven Weg sind, nicht, was du gerade gesprochen hast. Sagt, okay, indem der sich aber hier die in Liebe angenommen hat, ich habe die akzeptiert, so wie sie sind, hatten die keine Kraft, durch mich zu sprechen. Mhm. Er sagt, auch wenn er Menschen behandelt und sage ich mal, sie pflegt, behandelt du das nicht. Und es kommt jemand, der vielleicht jemand drin hat, der vielleicht, sage ich jetzt mal, nicht so harmonisch ist und ihm bei der Gurgel packt, sagen wir mal so. Dann kommt ein zweites Wesen, das noch mehr Liebe mitbringt, und dann lässt der los. Mhm. Er sagt, ich liebe die praktisch raus. Mhm. Gerne will ich noch an dich die Frage mal weiterleiten, Gottfried. Wie verbindest du die Frage nach dem Sinn des Lebens mit den Religionen und deinen Erfahrungen, die du eben mit deiner Beschäftigung gemacht hast? Also vielleicht da nochmal auf den Sinn des Lebens zurückzukommen, wenn ich vorher gesagt habe, der Sinn des Lebens ist, Frieden zu finden, dann beinhaltet das alle Religionen. Du kannst es in allen Traditionen finden. Ja, jeder ist auf der Suche nach dem Frieden, nach dem Glück, nach der Freiheit, die vor der Zeit ist. Was war vor der Zeit? Wie spät ist es vor der Zeit? Und wie spät ist es nach der Zeit? Und wie spät ist es jetzt? Ja. Und letztendlich sind wir ohne Zeit. Aber was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, wir stehen alle an einem Quantensprung, möchte ich sagen, an dem wir aufhören, Jesus anzubeten. Mhm. An dem wir aufhören, Gott anzubeten, um irgendetwas zu bekommen. Entschuldigung, was meinst du mit Quantensprung?
Quantensprung im Bewusstsein, das möchte ich jetzt gerade erklären. Entschuldigung. Ja. Wir sollten aufhören, irgendeinen Christus da draußen zu suchen oder irgendeinen Buddha oder irgendeinen andere religiöse oder irgendeinen anderen Heiligen da draußen zu suchen. Wir sind hier, um es zu verkörpern. Ja. Und dann kommen wir ganz klar in die Position, ich bin Christus. Ich bin der Buddha. Ich bin eins in der Schöpfung. Nicht als Körper, sondern als Geist. Mhm. Und darum dreht es sich. Und das nenne ich den Quantensprung. Mhm. Und solange wir da draußen noch einen Jesus, der eine wunderbare Lehre, aber solange er noch da draußen ist er nicht in unserem Geist. Und Gott ist jetzt in unserem Geist. Die Schöpfung ist jetzt in unserem Geist. Das Licht, der Frieden ist jetzt in unserem Geist. Und solange ich da draußen noch suche und da draußen noch was anbete, solange manifestiere ich es nicht in mir. Und Gott, Jesus hat uns gesagt, zum Beispiel, folge mir nach. Aber folge mir nach bedeutet, du bist der Christus. Mhm. Du bist der Buddha. Du bist eins in der Schöpfung. Du bist das Licht. Und das ist der Quantensprung, von dem ich spreche. Und ich glaube, da stehen wir alle, ja, ein bisschen zögerlich. Bist du verrückt? Wie kannst du sowas sagen? Ich bin der Christus, der wurde doch da in der Krippe geboren, drei Könige kamen und haben ihn gesalbt. Nein, wir sind Geschöpfe Gottes. Das kann jede Religion zustimmen, aber nicht als Körper. Und das ist die Verwechslung, sondern als Geist, als Spirit, als Liebe, egal wie wir es bezeichnen wollen. Und genau darum dreht es sich. Und an diesem Punkt stehen wir alle. Und dadurch, und das bedeutet natürlich auch alle verrückten Gedanken, was du bist und was ich bin, was du bist und was ich bin, diese loszulassen. Und da, und wir müssen, also aus meiner Perspektive, bedarf es einer Geistesschulung, sich täglich zu überprüfen, ja, da geht es in diese Bereiche, sich täglich zu überprüfen, wo stehe ich gerade? Ist das hilfreich für dich und für mich? Möchte ich nur noch auf mich schauen oder ist das zum Besten aller, was ich jetzt tue? Und wenn es zum Besten aller ist, dann ist es in Liebe. Und dann muss ich nicht mehr fragen, ist das Liebe oder nicht, sondern es ist zum Besten aller. Und wenn ich in dieser Geisteshaltung in einem Tun bin, und mich mit dir unterhalte oder jetzt hier bin in diesem Studio und das hier spreche, dann ist das hilfreich für alle und dessen bin ich mir absolut sicher. Mhm. Und deshalb können wir uns immer fragen, ist das, was ich jetzt tue, hilfreich für alle? Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das überprüfe, werde ich mehr und mehr klarer und klarer, um zu erkennen, hey, ich bin das Licht. Gott hat mich erschaffen wie sich selbst. Aber nicht als Körper. Gott kann keine Körper erschaffen. Wie soll denn das Licht Schatten erschaffen? Wie soll denn das Licht begrenzte Dinge erschaffen können? Das Licht ist ewig und wir sind im Geiste ewig. Das ist der Sinn des Lebens und das ist der Quantensprung, vor dem wir stehen. Und wir sind alle aufgefordert, diesen inneren Sprung zu machen, dieses innere Gedankengut, was wir in der Vergangenheit waren, was für Fehler wir gemacht haben oder was ich alles falsch gemacht habe, das vollständig aufzugeben. Halt, stopp. Es gibt keine Zeit. Die Vergangenheit ist nur eine alte Last, die ich mit mir mitschleppe. Es gibt auch keine Sünde und es gibt gar keine Ursünde. Die einzigste Sünde, die wir in uns tragen, ist der Glaube, dass ich ein Körper bin, ein begrenztes Wesen. Mhm. Wir sind alle unbegrenzt. Da habe ich eine gute Ergänzung dazu. Und zwar durch meine Arbeiten mit sehr vielen Wissenschaftlern zusammen, die Nahtoderfahrungen untersuchen. Das sind Menschen, die außerkörperliche Erfahrungen machen in einem kritischen Zustand. Kann eine Krankheit sein, es kann ein Unfall sein, es kann aber ein anderer Zustand sein, die dann genau das erkennen und sagen, sobald ich diese Nahtoder sehe, ich sehe meinen Körper von außen, ich sehe, oh, ich bin gar nicht mein Körper, ich bewohne nur diesen Körper. Und sehr viele machen auch die Erfahrung, und es sind nicht wenige. In Deutschland sind es allein zwischen 4 und 6 Millionen Menschen, die bereits eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Das heißt, in dem Zustand weißt du die Wahrheit und sagst, ah, ich bin nicht mein Körper. Und was sie dann auch erkennen, und das ist vielleicht das Spannende, was bei dir jetzt ergänzt. Und zwar, Gottfried, sie sagen, wow, alle diese 8 Milliarden Menschen, die auch hier noch auf dieser Erde sind, das bin ja auch alles ich, nur ein anderer Aspekt von mir. Und dann geht ein Licht auf. Ich sage, wow, es hilft mir gar nichts, wenn ich dich jetzt über den Tisch ziehe oder dir eins aufs Köpflein haue, da haue ich mir letztendlich ja selber eins drauf. Das habe ich zu erkennen, nicht ganz verstanden. Könntest du das nochmal erklären? Sozusagen? Also wenn jemand, ich versuche das nochmal zu erklären, jemand hat eine Nahtoderfahrung, ein kritischer Zustand, der Körper ist ja, kurz vor dem Sterbeprozess
Und dann verlässt die Seele oder was auch immer das sagen, also mein Sein, diesen Körper und ich sehe mich plötzlich von oben. Die ganze Szenerie, was hier passiert, ich kann sogar die Gedanken lesen von den Leuten, die versuchen mich zu reanimieren, was sie sprechen, was sie tun. Und dann erkenne ich, erstens mal, ich bin gar nicht mein Körper, sondern ich wohne offensichtlich darin. Der Körper ist mir dann auch völlig egal, was mit dem passiert. Und die zweite Erkenntnis, nicht alle, aber viele haben diese Erkenntnis und sagen, ja, alle diese anderen Menschen hier, diese 8 Milliarden, das bin ja auch ich. Nur ein anderer Aspekt von mir. So wie die Hand zu mir gehört, aber ein anderer Aspekt ist es wie der Fuß oder mein Ohr oder meine Nase. Mhm. Dieser Einszustand, dann sagt, wow, dieses Bewusstsein differenziert sich in 8 Milliarden Menschen, um 8 Milliarden Erfahrungen, sage ich mal, aufzuteilen, damit nicht einer alles auf einmal machen muss. Mhm. Und dann weiß ich, wow, ich spreche ja mit mir selber. Wenn wir uns unterhalten, eigentlich spreche ich mit mir selber, nur bist du anders verkörpert und hast eine andere Erfahrungswelt und so weiter. Und zum Schluss sammeln wir diese Erfahrungen wieder. Wow. Ja, ich hoffe, dass ich zu sehr jetzt auch gesagt habe, wow. Ja, das ist spannende Erkenntnis. Ich würde gerne die Ergebnisse aus der nachbiblischen Offenbarung darstellen, weil das ist ja, vielleicht eine etwas andere Sicht. Und es geht die Frage her, wo kommen wir her? Und nach dem, was wir gefunden haben, also nicht selbst erfunden, sondern aus den Botschaften, da hat Gott, der die Liebe ist, einen ersten Geist geschaffen. Das war, hat Satana geheißen, später Luzifer. Und mit ihm zusammen wurden dann weitere Geistwesen geschaffen. Engelsgleich. Dazu gehörten wir als Individuum. Und dann, Gott konnte man nicht sehen, weil in seiner Unendlichkeit, aber man konnte ihn hören. Aber Satana konnte man wahrnehmen. Und es, Satana, muss anders sagen, Gott hat nichts fertig geschaffen, sondern er hat immer etwas geschaffen, das sich entwickeln muss. Nehmen wir das Samenkorn, das zur Eiche wird. Es beginnt alles mindestens diesirdisch entwicklungsbereit. Und dann hat Satana in einem gewissen Moment den Eindruck gehabt, ja, eigentlich braucht es Gott gar nicht, wir können das ja selbst. Und das ist ja die Meinung, die wir heute auch haben, es braucht Gott gar nicht. Wir können es selber. Und dann hat er sein Umfeld, ein Teil des Umfeldes, zu dieser Hochmutshaltung verleiten können. Und das hat dann den sogenannten Fall der Engel, Fall der Geister ausgelöst. Und dann, das ist eine Entfernung von Gott. Und Entfernung von Gott heißt auch Entfernung von der Urquelle. Mhm. Und je weiter du dich entfernst, desto dunkler wird es. Das heißt, es ist ein Fall ins Dunkel. Man darf natürlich das nicht mit der Erde so... und dann hat Gott aber trotzdem diese Wesen nicht vernichtet, sondern er hat ihnen einen Rückweg geben wollen. Und er hat aus der Seelensubstanz all dieser Gefallenen, vor allem von Satana, Luzifer, hat er die Materie geschaffen. Und daraus entstand der ganze Kosmos. Und die Idee ist jetzt, dass wir über die Seelenentwicklung, ich kann jetzt nicht ins Detail eingehen, über die Seelenentwicklung das Ganze wieder zurückführen, dass wir wieder alle vollkommen in der Liebe enden. Das heißt, wir gehen zurück. Und interessant ist, es gibt immer mehr Wissenschaftler, die das erkennen. Also zum Beispiel Max Planck, das ist ja ein anerkannter, erstklassiger Physiker, Quantenphysiker. Nobelpreisträger. Ja, und er hat eine ganz interessante Ableitung gemacht, hat gesagt, je länger er sich mit der Materie befasst, desto stärker werde ihm bewusst, es gebe Geist, es gebe Materie gar nicht, letztlich sei alles Geist. Ja. Und dahinter müsse, weil es Prinzip von Ursache und Wirkung, dahinter müsse eine Schöpferkraft stehen.
ein Wesen, das erzeugt. Und er scheue sich nicht, dieses Wesen, wie die meisten das gemacht haben, als Gott zu bezeichnen. Mhm. Und das ist eigentlich ein Schluss. Also man kann die Erkenntnisse aus der heutigen Wissenschaft, die offen sind für das Ganzheitliche. Und es ist eigentlich ein großes Anliegen von mir, dass wir ganzheitlich denken. Und das Ganzheitliche ist mal das Diesirdische auf der einen Seite und auch das Spirituelle. Und zum Spirituellen und zur vollkommenen Liebe müssen wir zurück. Und das ist der Sinn des Lebens nachher, oder? Das heißt, meine Existenz, die ich jetzt habe, die ist eine Etappe zum Reifen, um nachher zurückzukommen, später über verschiedene, vielleicht weitere Entwicklungsstufen, da gehört Leiden und alles dazu. Aber letztlich wollen wir zurück in die totale Liebe. Mhm. Das ist eigentlich. Mhm. Da habe ich auch noch mal vielleicht eine gute Ergänzung dazu, weil du gerade gesprochen hast von Max Planck. Auch die ganzen Quantenphysiker des letzten Jahrhunderts, die kamen eigentlich zu der gleichen Erkenntnis. Und allein der letzte große dieser Gilde, der ist vor ein paar Jahren gestorben, das war der Leiter vom Max-Planck-Institut, das war der Hans-Peter Dürr. Auch mit Werner Heisenberg, sage ich jetzt mal, lange zusammengearbeitet und die haben viel diskutiert über das, was er sagt, 50 Jahre Forschung. Wir wollten wissen, was die Materie im Grunde zusammenhält, was ist denn da unten? Und da war halt sein wichtigster Satz, er hat gesagt, wir haben festgestellt, dass die Materie gar nicht existiert, sondern etwas Geistiges, das wirkt. Mhm. Also er kam zu dem gleichen Ergebnis. Nur komischerweise hat sich das in der Öffentlichkeit noch gar nicht drüber rumgesprochen, dass das, was wir als Materie nennen, was ähnliches ist wie geronnener Geist, aber gar nicht aus etwas Festem besteht, sondern es scheint uns nur so vorzukommen. Mhm. Wow. Dada, gerne würde ich dir jetzt noch das Wort weitergeben. Wir haben jetzt viel über die Frage diskutiert und auch schon viel darüber gehört. Was meinst du dazu und wie siehst du das? Was jetzt speziell? Alles. Allgemein einfach die Frage, wie verbindest du eben auch diese Religion und auch wie siehst du den Sinn des Lebens und wie suchst du auch danach? Mhm. Gut, dann gehe ich mal wieder ins Praktische. Also wie suchen wir nach dem Sinn des Lebens und wie erfüllen wir ihn? Hm? Denn das ist das, was ich im Yoga als extrem praktisch erfahre. Hm? Yoga ist nicht eine akademische Beschäftigung mit irgendwelchen Philosophien, sondern es ist eine Praxis. Hm? Und wie praktizieren wir den Sinn des Lebens? Indem wir unser Verlangen, unbegrenzt glücklich zu sein, in diesen unbegrenzten Frieden zu kommen, in diese Liebe zu kommen, indem wir diesen Zustand, indem wir uns auf diesen Zustand ausrichten. Wir konzentrieren uns darauf. Mhm. As you think, so you become. Also woran du denkst, dazu wirst du. Und wenn ich ständig an Geld und an Macht und an dies und an das denke, dann wird mein Geist dazu, dann wird mein Handeln dazu. Wenn ich ständig an Liebe denke, an Mitgefühl, an Dienst, dann verkörpere ich das. Mhm. Und so, was ist der Ursprung von diesem dienen wollen und der Liebe? Es ist mein Bewusstsein, mein göttliches Bewusstsein. Das Sein, wie ich es vorhin schon gesagt habe, vor meinen Gedanken. Ich bin nicht meine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Welche denn? Die von einer Minute oder von einer Stunde oder von einem Jahr, die kommen und gehen. Aber da ist etwas in dir, was bleibt. Das ist dein reines Bewusstsein, deine Seele. Mhm. Und im Yoga meditieren wir auf dieses reine Bewusstsein und stellen dann fest, dass dieses reine Bewusstsein unbegrenzt ist. So wie wir es gerade gehört haben, ist es vor Identifikation mit irgendetwas Begrenztem. Und die Definition von Yoga ist San Yoga Yoga Ityukto Jivatma Paramatmana. Das bedeutet die Vereinigung meiner individuellen oder der individuellen Seele mit der kosmischen Seele, mit dem unendlichen Bewusstsein. Das ist letztendlich Yoga. Und dann kommen wir in verschiedenen Entwicklungsphasen dazu, zu erkennen, wie bei den Nachtoderfahrungen,
dass wir wirklich ein unendliches Bewusstsein sind. Wir sind eins, nicht nur mit den 8 Millionen Menschen, sondern mit allen, ja, mit allen Tieren, mit allen Pflanzen, mit jeglicher Existenz. Dieses unendliche Bewusstsein oder diese Liebe ist unendlich. Wenn es unendlich ist, kann es keine Begrenzung geben. Mhm. Wenn es eine Begrenzung irgendwo gibt, dann kann ich nicht mehr sagen, das ist unendlich. Das heißt, wenn ich meine Unendlichkeit erkenne, dann erfahre ich mich als eins mit allem. Und das sind jetzt nur Worte und es kann sein, dass es nur eine Philosophie ist. Und im Yoga geht es uns darum, das zu praktizieren, das zu erfahren. Und die Hauptpraxis dafür ist die Meditation, das nach innen gehen mit meiner Aufmerksamkeit und zu dem Zustand zu kommen vor meinen Gedanken und dann tiefer und tiefer zu gehen und dann in dem reinen Zustand der Glückseligkeit, der unbegrenzten Liebe aufzugehen. Mhm. Und eben dieser Zustand, denkst du, dass das ein ähnlicher Zustand ist, wie dieser Herr hatte, von dem du erzählt hast, der dann eben auch diese Botschaft erreicht? Nein, das ist ein anderer Zustand, weil der ist ja im Wirken. Wenn ich die Eins, Samadhi, glaube, wenn ich diese Einheit erlebe, dann hört Zeit und Raum und auf, dann bin ich. Ja, das ist richtig. Okay. In diesem Zustand ist wirklich nur noch eine Einheit zu erfahren. Ja. Wenn man dann aus dem Zustand wieder rauskommt und wenn man in Übereinstimmung mit diesem Zustand bleibt, dann drückt man das aus, was wir alle gerade gesagt haben, dann ist man eine Verkörperung von Liebe, von Wohlwollen, von universalem Wohlwollen. Mhm. Mhm. Und dann kann man begrenzte Sachen sagen, auf deutscher Sprache oder auf der schweizerischen Sprache etwas sagen. Mhm. Ja, und jemand anders, ein Afrikaner oder ein Inder, der in diesem Zustand ist und dann etwas ausdrückt, der wird das nicht einfach auf Deutsch sagen, ne? Oder auf Französisch, sondern in seiner indischen Sprache. Hm? Das heißt, der Ausdruck hat dann eine begrenzte Form, aber was ausgedrückt wird, ist die Erkenntnis dieser Einheit, die sich ausdrückt in Liebe und in unbegrenztem Wohlwollen. Mhm. Ja. Willst du noch was dazu sagen? Ja, ich möchte eben gerne auf die Praxis zurückkommen. Mhm. Ja. Viele Menschen sind total belesen. Die kennen sich aus in der Quantenphysik, die lehren, die lesen die heiligen Schriften, die können die Bhagavad Gita in- und auswendig sagen, die kennen die Bibel in- und auswendig, können jede Zeile zitieren, der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Viele lesen den Kurs in Wundern, du kannst ihn auswendig. Ich benutze immer wieder das Beispiel, wenn ich nicht praktiziere, ist es einfach nur hohles Geschwätz. Mhm. Einfach nur hohles Geschwätz. Es führt zu gar nichts. Ja? Es ist eine leere Hülle, die irgendetwas spricht. Und jeder spürt das sehr deutlich. Und es dreht sich um die Praxis. Es ist so ähnlich, ich kaufe mir ein Kochbuch, 90 Schweizer Franken kostet das, tolle Bilder drin, tolle Rezepte drin, asiatische Rezepte, thailändische Rezepte, griechische und ganz toll bebildert. Und ich lese jeden Tag das Kochbuch, wenn ich nicht koche, dann kann ich dir nie erzählen, wie dieses Essen schmeckt. Und Spiritualität bedeutet nicht nur zu sagen, ja, ich bin Liebe, ich bin Christus, ich bin Buddha oder alles ist gut und alles ist in Frieden, sondern eben in diese Praxis zu gehen. Letztendlich ist es auch eine Läuterung seines eigenen Denkens. Und wenn wir das eigene Denken nicht mehr wahr machen, weil ich jeden Tag es wieder zitiere, was ich von meinen Eltern und von der Gesellschaft gelernt habe, sondern neue Gedanken in mir verwirkliche, dann strebt mein ganzes Sein dorthin und dann beginne ich es plötzlich zu verkörpern, ohne dass ich es wirklich bemerke. Plötzlich spreche ich anders, plötzlich handle ich anders, plötzlich bin ich in einem völligen Umgang, anderen Umgang mit dir, weil ich im Mitgefühl und nicht mehr in einem Mitleid mit dir bin, sondern im Mitgefühl. Denn Mitleid ist nur wieder ein falscher Weg. Ja, oh, deine Eltern sind gestorben, das tut mir aber leid. Nein, wir sind in Freude mit allem, weil wir alles akzeptieren. Und solange wir es noch nicht akzeptieren, solange ist die Arbeit noch nicht getan. Mhm. Wenn es noch keine Liebe ist, sind wir noch nicht angekommen. Mhm. Gern, ja. Ich kann bestätigen,
auch das, was wir gefunden haben. Wenn wir mal drüben ankommen, werden wir nicht gefragt, was hast du, was weißt du, sondern wir werden gefragt, was hast du getan, und zwar in Liebe getan. Und eine falsche Vorstellung, dass man auch im Jenseits vermutet, man müsse nichts tun. Also das ist ja Ruhe in Frieden, also das RIP, oder? Das entspricht nicht dem, was wir von Kundgaben von drüben wissen, sondern wir haben dort drüben zu tun bis zum geht nicht mehr. Zum Weiterlernen, da gibt es zum Beispiel die Lernhallen. Ich nehme nur ein Beispiel, eine Pianistin kommt dorthin und geht in die Lernhalle Musik und dann spielt sie und dann stellt sie zwei Sachen fest. Sie muss ein Stück einmal ab Noten lesen, dann hat sie es im Kopf, oder im, nicht im Kopf, also eigentlich in der Seele. Und das Zweite ist, sie hat keine körperlichen Einschränkungen mehr von den Fingern und so weiter. Nicht? Und so kann man natürlich auch sich weiterentwickeln. Wobei man sagt, es ist einfacher, sich weiterzuentwickeln auf der Erde, aber solche Sachen, zum Beispiel eben die manuelle Perfektion, geht besser. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir drüben ankommen, also im Ziel der vollkommenen Liebe, was ist dann? Ist dann Ruhe? Nein, überhaupt nicht. Nach dem, was wir aus den Botschaften entnommen haben, geht es dann weiter, indem wir Fähigkeiten haben, wie Gott sie hat, und dass man nachher schöpferisch tätig sein kann, weil das Universum ist unendlich und wir haben alle eine Aufgabe, schöpferisch weiter tätig zu sein. Wir sind nicht auf der gleichen Ebene wie Gott, das ist klar, ist der Schöpfer alles, aber wir haben die Fähigkeiten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also die Meinung zu haben, wir hätten dann Ruhe, das geht vielleicht für die ersten drei Tage nach dem Sterben, aber dann ist dann der Feierabend. Okay. Also allgemein, das Gespräch mit euch gibt mir das Gefühl, dass die Frage mit was ist eigentlich alles und was ist eigentlich der Sinn des Lebens, vielleicht gar nicht die richtige Frage ist, sondern einfach die Mentalität hinter der Frage einfach zeigt, dass ich es sozusagen noch nicht weiß. Und der richtige Weg ist einfach sozusagen das Selbstbewusstsein zu ändern und einfach zu lieben. Zu lieben und es ist eigentlich noch viel mehr dahinter. Es ist jetzt schwierig, das so gleich zu verfassen, aber ich habe das Gefühl, dass alles, was ihr sagt, irgendwie einfach zusammenkommt. Hans-Peter Dürr, wenn ich das Zitat noch mal bringen darf, der hat gesagt, unsere Denke, die immer nur schwarz-weiß kennt oder kaum Grauzonen kennt, der sagt, wenn man sich mal die Frage stellen würde, welche Farbe hat ein Kreis? Dann kann man sagen, nee, welche Farbe vom Kugelschreiber, dass du den aufmalst auf das Blatt, dann lass das alles weg. Es gibt Fragen, die stellen sich gar nicht, weil die keinen Sinn ergeben. Und so letztendlich gibt es auch keinen Sinn, was das Leben selbst ist, weil den Sinn, dass du dieses selber zum Ausdruck bringst, das ist der Sinn. Um es in die Praxis umzusetzen, was wir hier besprochen haben, denke ich, kann jede Person einfach die Aufmerksamkeit nach innen richten, auf das Verlangen, mit sich eins zu sein, erstmal ruhig und tief zu atmen. Das ist erstmal sehr hilfreich. Dann nach innen zu gehen, die Aufmerksamkeit auf das innere Herz zu richten, dann zu fühlen, Was ist beständig in meinem Herzen? Und es bedarf einer gewissen Aufmerksamkeit. Beständig in meinem Herzen ist eine Herzensgüte. Wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, tief in mir ist etwas, das ist beständig. Selbst wenn eine Situation sehr schwer sein sollte, wenn ich in der Lage bin, tief in mein Herz zu gehen, ist eine Herzensgüte. In dieser Herzensgüte ist ein Frieden. Da kann ich einen Frieden fühlen. Das kennen wir von Leuten, die in extrem schwierigen Situationen waren. Trotzdem waren sie in der Lage, in sich einen Frieden zu finden.
Und dann stellen sie fest, dass dieser Frieden unbegrenzt ist. Er ist nicht begrenzt. Aber das bedarf schon einer gewissen Praxis, wirklich nach innen zu gehen. Und dann kann es sein, ich lade alle dazu ein, festzustellen, dass dieser Frieden nicht nur in mir ist, sondern dass ich in diesem Frieden bin. Und aus dieser Erfahrung, aus dieser Praxis heraus, denke ich, können wir dann unser Leben so leben, wie es, wie wir es wollen, wie was wir gerade genannt haben, wie es der Sinn unseres Lebens ist, weil das ist, wie ich angefangen habe, der Sinn unseres Lebens ergibt sich aus unserem fundamentalen Verlangen heraus, unbegrenzt glücklich oder im Frieden zu sein oder in der Liebe zu sein. Mhm. Und dann vielleicht noch ganz kurz hinzufügen, und dann stelle ich fest, dass den Frieden, den ich in mir finde, der ist auch in dir, in dir, in dir, in dir, in jedem Lebewesen. Mhm. Wow, ich danke euch vielmals. Das war wirklich sehr spannend, mit euch darüber zu sprechen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich. Ich habe mittlerweile gar nicht mehr gemerkt, dass wir überhaupt hier in einem Studio sind, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das alles so vorgestellt und für mich war das wirklich sehr spannend. Ich danke euch allen vielmals für das Gespräch. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.